Hallo und herzlich willkommen auf HandyMC. Das ist das letzte Video der Playlist zum Alcatel A5 LED. Das heißt, ich werfe nochmal für euch einen Blick auf das Display, die Leistung, die Lautsprecher und die beiden Kameras. Das heißt, das werden die Kategorien sein, die wir uns hier einfach nochmal näher ansehen. Und mit diesen gebündelten Informationen versuche ich einfach zu einem kleinen Fazit zu kommen, um vielleicht ja, eine kleine Orientierung geben zu können, ob es ein besonders gutes oder vielleicht ein weniger gutes Smartphone ist und wie das eigentlich mit der Konkurrenz und dem Preis-Leistungs-Verhältnis so alles aussieht. Ich würde sagen, wir starten einfach mit der Leistung. Wir haben hier ein Gerät, das laut AnTuTu Benchmark-Tests, und ich habe den Test gerade durchgeführt, 35.737 Punkte erhält. So ein Test ist natürlich immer skeptisch zu betrachten, denn das sind technische Daten, die im Hintergrund in einzelnen Kategorien sozusagen ausgewertet werden. So ein Test muss nicht immer authentisch das widerspiegeln, was man so als Benutzer im Alltag dann erfährt. Trotzdem würde ich dieser Zahl gefühlt zumindest ungefähr zustimmen. Wir sind hier in einer Geräteklasse, die sich im oberen Einstiegsfeld bzw. im Anfangsbereich der Mittelklasse befindet mit rund 200 Euro und damit ist ein Score von zwischen 30.000 und 40.000 Punkten gar nicht so verkehrt. Was heißt das für den Alltagsgebrauch? Das heißt, dass wir eine schnelle und flüssige Bedienung haben. Das merkt man in der Menüführung des Smartphones an sich. Das bemerkt man aber auch, wenn man einzelne Apps ausprobiert oder im Internet unterwegs ist. Was aber vor allen Dingen auffällt, ist, dass das Smartphone selbst mit grafikaufwendigeren Spielen noch ganz so gut haushalten kann. Das heißt, selbst wenn ich 3D und etwas wirklich leistungsintensivere Spiele damit anspielen möchte, die einfach ein bisschen mehr vom Prozessor und von der Grafik fordern, dann bekomme ich das mit diesem Smartphone immer noch hin. Das heißt, ich habe maximal ein paar Stellen erlebt, wo es irgendwie ein bisschen mehr geruckelt hat oder man wirklich Mikroruckler gesehen hat oder mal einen Ladebalken klar irgendwie mal 3-4 Sekunden länger lädt, ja, aber es ist noch nicht so, dass das irgendwie dem Spielgenuss im Wege stehen würde und daher kann ich mit der Leistung eigentlich bei diesem Smartphone recht zufrieden sein. Und trotzdem muss man fairerweise sagen, es gibt selbst für 200 Euro andere Hersteller, die leistungstechnisch dort natürlich mit anderer Hardware noch einen höheren Score erreichen können und mit der Leistung nochmal drüber liegen. Aber wie gesagt, wir haben hier ein Gerät, bei dem man trotzdem als Allrounder sozusagen relativ viel damit machen kann und stößt da nicht irgendwie auf Grenzen, die stören würden. Als nächstes sehen wir uns das Display nochmal näher an. Wir haben hier ein HD-Display. Das ist das erste, was man natürlich ein bisschen kritisch betrachten muss. Einerseits hätte man ein Full-HD-Display verbauen können für den Preis. Andererseits ist ein HD-Display auf der Zollgröße, die wir hier haben, auch ausreichend. Das heißt, es ist scharf. Farben sind in Ordnung. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist die Helligkeit an sich, denn da gibt es einfach Smartphone-Hersteller, die noch ein bisschen mehr Wert darauf legen, dass man eine wirklich anständige Beleuchtung des Displays herstellt. Und das ist an dieser Stelle nicht ganz ausgereizt, weil wenn ich da in der Helligkeitsskala nach ganz oben gehe, dann würde ich mir wünschen, dass das noch irgendwie 10, 20, 30% weitergehen würde. Das ist aber an dieser Stelle leider nicht der Fall. Was bedeutet das für den Alltagsgebrauch? Das bedeutet, dass es nicht allzu schlimm ist, aber es kann teilweise ein bisschen stören, wenn man zum Beispiel draußen unterwegs ist, Sonneneinstrahlung da ist, dann werde ich mit diesem Smartphone vermutlich ein paar Probleme haben, weil dafür ist die Displayhelligkeit dann einfach nicht hell genug. Ansonsten kann ich dem Display eigentlich auch nur Gutes attestieren. Wie gesagt, die Farben sind in Ordnung, die Schärfe ist trotz HD auf dieser Zollgröße aber angemessen. Wir haben auch nicht das Problem, dass es zu stark spiegelt. Das heißt, wenn ich das in die einzelnen Betrachtungswinkel halte, ist das auch in Ordnung, zumindest für die Preisklasse, die man hier angesetzt hat. Das Einzige, was natürlich eine Gewohnheitsfrage ist oder eine sehr subjektive Sache, das ist die Beschaffenheit der Display-Oberfläche an sich. Es gibt Hersteller, bei denen gleitet einfach das Display sehr, sehr gut, wenn man mit den Fingern darüber geht, und Alcatel hat es bei diesem Smartphone zumindest so gestaltet, dass das ein bisschen mehr Griff hat, das Display, als vielleicht ein anderes Smartphone. Das ist natürlich jetzt Meckern auf hohem Niveau und es wird auch werden natürlich auch ganz viele Nutzer vielleicht anders sehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel über, weiß ich nicht, ein Samsung A5 2016 drüber gehe, dann ist das ein Display, das sich einfach mit einem, das sich einfach gleitender bedienen lässt, als das bei dem Alcatel A5 LED der Fall wäre, weil das Display bei diesem Smartphone einfach irgendwie ein bisschen gröber texturiert ist von der Oberfläche her. Aber wie gesagt, das ist dann natürlich auch eine Sache des Gefühls, wenn man das Smartphone in den Händen hält, und das ist jetzt keine Sache, die allzu schlimm wäre. So viel also zum Thema Display. Was natürlich auch da so ein bisschen, und das kann man so ein bisschen mit der Leistung verbinden, zusammenspielt, ist, dass es vermutlich natürlich der Leistung gut tut, dass man hier eben keine Full-HD-Auflösung hat, sondern eben in Klammern nur das HD-Display.
denke, das sind Komponenten, die dahingehend gut zusammenspielen. Wir können als ultimative Überleitung von dem Display und der Leistung dann auch direkt auf die Kamera schließen. Wir haben eine Full-HD-Kamera und das ist natürlich dahingehend witzig, weil wir nur ein HD-Display haben. Das haben aber auch schon andere Hersteller so gemacht, dass man die eigentliche Auflösung der Kamera auf dem eigentlichen Display des Smartphones nicht adäquat wiedergeben kann. Natürlich ist die Full-HD-Auflösung auf dem HD-Smartphone irgendwie scharf, ja. Richtig Sinn der Sache ist es natürlich in gewisser Weise nicht. Trotzdem ist es schön, dass wir eine Full-HD-Hauptkamera haben. Wir haben eine HD-Frontkamera. Beide sind, ich würde sagen, in Ordnung. Beide sind aber auch durchschnittlich in dem, was man preis-leistungstechnisch sich bei so einem Smartphone im 200-Euro-Bereich vorstellen kann. Auch da gibt es einfach Konkurrenz, die noch stärker ist. Trotzdem sind die funktional brauchbar. Auch die Fotos sind in Ordnung. Der HD-Modus über die Frontkamera im Selfie-Bereich ist scharf. Manchmal gibt es ein paar winzige Irritationen, was so Helligkeitseinstellungen angeht, dass zum Beispiel die Kamera nicht ganz gut zwischen den Ebenen unterscheidet, was die Ausleuchtung angeht. Ich hätte mir da ein Smartphone gewünscht oder eine Software gewünscht, die zum Beispiel dafür sorgt, dass der Profilbereich, das heißt ich als Person, wenn ich ein Selfie-Video aufnehmen möchte über die Frontkamera, dass die Person an sich gut beleuchtet ist und nicht der Hintergrund. Das heißt, da sind ein paar Ebenenunterschiede, wo der Sensor einfach nicht ganz mit klarkommt. Aber auch hier muss ich sagen, wie gesagt, durchschnittlich in Ordnung, aber noch nicht so, dass ich davon abraten würde. Als nächstes hören wir einfach kurz in die Lautsprecher. Ich hoffe, man konnte jetzt durch das Kamerabeispiel ein bisschen was vom Ton mitbekommen. Es ist so, dass der Lautsprecher-Zwilling oben für die Telefonie nicht mitgenutzt wird. Es ist wirklich nur das Lautsprechermodul unten links. Unten auf der rechten Kante sitzt einfach nochmal hinter diesem Fräsgitter, was eigentlich ähnlich wie ein Lautsprecher aussieht, einfach ein Mikrofon. Insgesamt ist es so, dass die Tonqualität in Ordnung ist. Auch ist die Lautstärke in Ordnung. Trotzdem würde ich sagen, es ist nicht ein so gut situierter Lautsprecher, dass ich den jetzt unbedingt auf einer kleinen abendlichen Balkonparty ohne einen Bluetooth-Speaker wirklich mir anhören würden wollte. Das ist in dem Falle einfach so. Und dafür ist das eine Sache, irgendwie, die mich dahingehend ein bisschen stört, weil man hier natürlich ein Gerät hat, das eigentlich für so einen Zweck herhält. Weil das ist eben das als auch als Party-Smartphone irgendwie beworbene Gerät, das ich abends, wenn es dunkel ist, mit meinen Freunden auf dem Balkon, wenn ich noch Musik hören möchte, mir dorthin lege, dann habe ich eine witzige Beleuchtung und ich kann den Ton dazu hören. Da ist es dann aber definitiv so, dass ich das Smartphone nicht für die Audio-Wiedergabe nutzen werde, sondern da werde ich dann definitiv irgendwie einen Lautsprecher dran packen, um eine ordentliche Qualität dorthin zu bekommen. Das heißt, auch hier, der Lautsprecher ist brauchbar, aber ich würde bezweifeln, ob man ihn als Lautsprecher in dem Sinne dann wirklich nutzen würde. Dann kommen wir auch zu genau der Partybeleuchtung. Da ist es einfach so, dass ich dazu gar nicht allzu viel sagen kann, weil es natürlich eine Sache ist, die irgendwie sehr, sehr vom Geschmack abhängt, ob man das nun ein witziges Gimmick findet oder nicht. Alcatel selber wird das natürlich den Preis irgendwie mit einberechnet haben. Das wird auch gleich in meiner Argumentation die Chance für das Smartphone sein, aber dazu in wenigen Sekunden. Man kauft sich natürlich irgendwie auch so ein Smartphone in dem Sinne mit diesem Gimmick oder es ist darauf angelegt, dass das natürlich ein besonderes oder eine besondere Zielgruppe irgendwie hat. Nichtsdestotrotz kommt ja auch ein normales Cover mit, das heißt Alcatel setzt auch darauf, dass nicht alle das unbedingt nutzen, sondern das vielleicht auch als normales Smartphone sehen. Dann würde ich allerdings sagen, macht das Gerät nicht viel Sinn, denn wenn man den Modus wegnimmt, das heißt, wenn ich das LED-Cover nicht hätte, dann wäre das ein Smartphone, wo ich sagen würde, wenn man ein paar Monate wartet und das nochmal vom Preis her 50 Euro darunter liegt, das heißt irgendwie 140, 150 Euro kostet, dann mag das von der Hardware, die man ohne das LED-Cover hat, ein Smartphone sein, das ist schon gut im Einstiegsbereich oder gut im Übergang zur Mittelklasse, rein preislich gesehen, weil das eben in dahingehenden Allrounder in fast allen Kategorien ist von Lautsprecher, Display, Leistung und Kamera. Aber hier würde ich wirklich preistechnisch darauf zielen, dass ich sagen würde, okay, wer wirklich zwingend dieses Gimmick haben will, wird nicht viele Hersteller finden, die so ein LED-Cover anbieten und dann ist vielleicht auch der Preis von 200 Euro erstmal eine Sache, die hinnehmbar ist.
Wenn man das allerdings nicht nutzen will, dann ist ein Preis von 200 Euro definitiv zu hoch angesetzt für die Hardware, die man hier bekommt. Das heißt, damit muss man wirklich rechnen. Dieses Gerät ohne den Nutzen des LED-Covers ist ein Gerät, das preistechnisch nicht allzu viel Sinn machen wird, wäre jetzt meine spontane Meinung. Weil dafür ist es dann einfach zu durchschnittlich, dieses Smartphone, und kann in eigentlich keiner Kategorie so richtig, richtig überzeugen. Und das wäre eigentlich auch mein Fazit. Das heißt, wir haben ein gutes Gerät in jedem Falle irgendwie, ein sehr spezielles Gerät. Jeder, der an diesem LED-Modus Spaß hat, der wird auch mit dem zugedrückten Auge 200 Euro dafür, denke ich mal, ausgeben können, ohne Probleme oder ohne schlechtes Gewissen. Wer sich da aber nicht sicher ist, ob man das wirklich nutzt, sollte vielleicht Abstand davon nehmen, weil dafür ist es dann einfach nicht stark genug von dem, was es sonst mitbringt. Außer, wie gesagt, es verfällt im Preis noch ein bisschen und man kommt dort irgendwie auf den Bereich von 150 Euro vielleicht. Wenn es sich da eingependelt hat, ist es, glaube ich, wieder ein Gerät, wo man nochmal darüber nachdenken kann, ob es interessant sein könnte. Und das soll es dann auch schon gewesen sein als kleines Gesamtfazit zum Alcatel A5 LED. Schreibt gerne in den Kommentaren, falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem Smartphone haben solltet oder auch zu dem Video an sich natürlich. Ich bin auch immer bereit, mir jegliche Ideen von euch anzuhören, falls ihr noch Verbesserungsvorschläge einfach für die Videos an sich habt, weil das auch immer interessant sein kann. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.